3. November 2038, Uhrzeit 1.51 Uhr. Und damit dann her. Die Botschaft wird überall gezeigt. Sehr schön. Wir haben, was wir wollten. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Man wird uns beobachten. Was immer wir tun werden, wir müssen an die öffentliche Meinung denken. Seit der Übertragung kommen immer mehr nach Jericho. Die Botschaft hat zumindest Hoffnung verbreitet. Menschen zu töten war nicht unser Plan. Sie töten unser Eins jeden Tag. Glaubst du, das macht ihnen etwas aus? Das ist kein Grund, zu Mördern zu werden. Wenn Töten der Preis der Freiheit ist, zahle ich ihn gern. Zu töten bringt niemals Freiheit. Es führt nur zu mehr Hass. Du magst Menschen zu gern, Josh. Vielleicht ist dir ihr Leben wichtiger als unseres. Wenn du glaubst, dass das Töten von Menschen uns die Freiheit bringt, bist du nicht besser als sie. Das reicht. Und was machen wir jetzt? Ja, erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Und die Polizei. Wir bilden 5 Teams. Eins für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Okay. Finde den Cyberlife-Laden. Jetzt verfolge Nord. Darauf habe ich lange gewartet. Glaubt so ziemlich jeder. Die fahren jetzt natürlich versteckt, Streif. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Der Laden ist hier drüben. Cyberlife. Capital Park Store. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Sichere das Gebiet, dringe in den Laden ein. Siehst du das Alarmsystem? Bitte? Das da. APC-Ära, Haushaltsführung und private Assistenz ist soll die Auslieferung Juli 2038, okay. Okay, das ist ja mittlerweile. Das war Systemänderung, ne? Überwachungskamera, okay. Netzwerk identifizieren, das machen wir doch mal. Gefunden. Getroffen. Wo fangen wir an? Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Netzwerkzugang gefunden. Das ist hier unten. Gut.
So. Den wandeln wir um, den Kollegen. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Knien. Alle haben jetzt weg. Innere Schleife erstellt. So, Cyberlauf-Alarm ausgeschaltet. Runter. Verstecken. Eine Drohne. Gut gemacht, Marcus. Danke. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer ran. Route rekonstruieren. Drohnenroute berechnet. Simulieren. Das wäre zu hoch. Okay. Weiter. Nächster Ort. Das wäre zu weit. Scheiße. Das wäre auch zu weit. Dann ist der letzte Punkt der das richtige. Man muss sich zumindest oben auf dem Gerüst wahrscheinlich, ne? Drohne ist dort in Reichweite. Konstruieren. Scheiße. Es wäre zu spät. Okay, dann müssen wir es weiter machen. Müssen wir eine andere Variante nehmen. Komm! Die scheiß Drohne mal raus hier. Erledigt. So, Drohne neutralisiert. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Wir brauchen eine Blockade. Für den Verkehr. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Blockiere die Straße. Und du kriegst das Auto. Ja? Marcus, komm her! Was? Was ist los? Wo ist die Alte? Marcus, komm her!
Da bist du. Oh, das Schild. Da, hab noch nicht hergekommen mit euch. Du bist jetzt frei. Closed. So, jetzt stört uns keiner mehr. Blockiere die Straße, das haben wir geschafft. Ich hätte jetzt noch irgendwie ein Auto davor gestellt oder so. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Sichere das Gebiet. Wie kannst du das anstellen? Wir suchen uns einen Laster und rammen die Fassade. Ein Laster? Es ist eine Baustelle in der Nähe. Da finden wir bestimmt einen. Sollen Laster suchen. Ja, perfekt. Steh den Laster. Das Schloss. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Hacken. Das sei entsperrt. Was würdest du nur ohne mich machen? Brechen wir mal das Schloss auf. Offen. Einsteigen. Ja, wir müssen fahren. Ramme, den Laden. Das ist die nächste Aufgabe. Das könnte gleich etwas lauter werden. Gut, wir müssen dich selber lenken. Let's go. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben. Auf, auf. Leider mal geschafft. Ist also gerammt. Rauskommen. Wecke die Androiden. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. So viele wie möglich.
Wir müssen mit ihnen sprechen. Warte mal, da ist noch einer. North, alles okay? Was ist mit der jetzt? Kommt die jetzt nicht mit oder was? Holen wir sie heraus. So, hau auf. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wunderbar, wir haben sie überzeugt. Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Verändere den Kapitolpark. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Wir markieren. Wir wollen ja nicht gewalttätig sein, wir wollen nur ein bisschen Mist bauen. Soweit wie möglich alle Leute rausholen.
Wir kommen in Frieden. Wir wollen euch nichts tun, solange ihr dann uns horcht. Wir haben es geschafft. Wir haben nur unsere Botschaft verteilt. Wir haben nichts Gewaltiges getan. Alle Teams haben ihre Mission bewältigt, Marcus. Sehr gut. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. North, was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Shit. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Die Leute, die wir gerade gerettet haben. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Verbrechen gegen Androiden soll ungesühnt bleiben. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in die
Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. In der Nähe eines der Cyberlife-Geschäfte die Leichen von zwei Polizisten gefunden wurden. Laut unseren Quellen wurden die beiden Officer mit der eigenen Dienstwaffe exekutiert. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Capital Park, ein Zeichen setzen. Markus hat einen friedlichen Protest angeführt. Ja, unser Polizist ermordet. Wie dem auch sei, ich verabschiede mich heute mit Detroit Become Human und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.